Ja, herzlich willkommen heute bei uns in der Mineraliensammlung im Senckenberg Museum hier in Frankfurt am Main. Heute möchte ich einen kleinen Exkurs machen zum Thema Mineralien und zwar im Speziellen zu dem Quarz. Wir haben hier hinter mir eine Gesteinsscheibe, wie Sie sie vielleicht auch von Ihrer Küchentischplatte oder aus dem Treppenhaus kennen. Das ist Granit. Granit besteht aus verschiedenen Mineralien. Das Problem ist, so ein Granit entsteht ja, wenn ein Magma, also flüssiges, heißes Gestein, sich im Erdinnern abkühlt. Und jetzt wachsen diese Mineralien in diesem abkühlenden Gestein. Normalerweise würden die gerne ihre eigene Form ausbilden. Das können sie aber nicht, weil der Nachbar auch wachsen möchte. Es ist also eher so wie das Reihenhaus so nebeneinander. Und deswegen können die nicht so ihre ideale Form ausbilden. Ja? Das, was wir normalerweise als Mineralkristalle kennen, ja, diese schönen Stufen, da werden wir uns auch gleich noch ein paar anschauen, das ist sozusagen die Idealform von Mineralien. Mineralien bestehen ja in den meisten Fällen aus mehreren Grundstoffen, ja, Atomen, die sich sozusagen zueinander orientieren. Nehmen wir zum Beispiel das Salz, was man zu Hause in der Küche stehen hat. Ja, Natrium und Chlorid, die formen sich zueinander durch Anziehungskräfte und ihre Größe wird eine Form vorgegeben, wie die sich zusammenfinden. Und in dem Fall, wenn man sich das mal genau anguckt, kann man kleine Würfel erkennen. Ich habe noch mal was mitgebracht, das ist der sogenannte Pyrit. Das Katzengold, das kennt man vielleicht auch. Schön würfelig. Viele Leute denken immer, wenn man sowas sieht, das sei geschnitten. Aber der ist tatsächlich so gewachsen und liegt so im Gestein drin. Ja, auch hier ähnliche Kristallstruktur wie das Salz. Ja, eine kubische Kristallstruktur, würfelig, wo eben abwechselnd in diesem Fall Eisen und Schwefel aneinander hängen und so ein Gitter aufbauen. Und das, was im atomaren Bereich entsteht, das sehen wir dann auch mit unserem bloßen Auge, wenn man das Reihe an Reihe an Reihe immer größer werden lässt. Heute möchte ich ein bisschen was über den Quarz erzählen. Der Quarz, der steckt auch hier in unserem Granit drin und der Quarz, der ist für uns ein ganz wichtiges Mineral. Der Quarz ist eines der häufigsten Minerale der äußeren Erdkruste, ja, also der oberen Schicht der Erde und besteht im Wesentlichen aus Silizium und Sauerstoff. Der Quarz bildet ganz verschiedene Varietäten aus. Zum Beispiel, den einen oder anderen mag das kennen, das ist der Amethyst. Den haben wir hier zum Beispiel auch mal angeschnitten. Hier sieht man eben schön diese lila Partien, die eben gefärbt sind. Aber all das sind Quarzvarietäten. Quarz ist wichtig für uns, weil wir daraus bauen. Ja, in Form von Quarzsand nutzen wir den zum Beispiel als Betonzuschlag. Sehr wichtig. Er ist ein sehr hartes Mineral, deswegen bleibt er auch lange erhalten, auch wenn andere Minerale, die im Gestein vorhanden sind, die aber weicher sind, schon längst kleingeschreddert und abgetragen worden sind. Wenn man zum Beispiel an die Nordsee fährt, dann findet man diesen weißen Quarzsand vor. Wenn man sich den genau anguckt, sieht man viele kleine runde Körner, die noch übrig sind, während eben andere Mineralien aus den Gesteinen schon längst kleingerieben worden sind. Der wird in dem Wellengang hin und her bewegt und dann eben erhält er auch seine runde Form. Hier haben wir eine kleine Auswahl von Quarzen für Sie bereitgestellt. Der Quarz ist außer als Bauelement auch wichtig für zum Beispiel unsere ganze Elektroindustrie. Wenn Sie sich das hier mal anschauen, das ist Silizium. Ich hatte vorhin ja gesagt, der Quarz wird aus Silizium und Sauerstoff aufgebaut. Und das wird aus Quarzsanden zum Beispiel hier für unsere Halbleiterindustrie gewonnen. Wichtiger Rohstoff. Man muss sich überlegen, wie Quarz entsteht. In den meisten Fällen, außer er entsteht eben als Mineral in solchen Gesteinen, entsteht er hydrothermal in Gängen oder in Hohlräumen. In den Gängen liegt er auch häufig als Milchquarz vor. Das heißt, man kennt weiße Bänder, die durch das Gestein laufen und eher als derber Quarz zu sehen, der keine schönen Kristallstrukturen aufweist. Wenn er Platz hat, wenn er Raum hat, genügend Zeit und genügend Material zum Wachsen, das dauert sehr, sehr lange, dann bildet er schöne Kristalle aus. Ganz typisch und häufig sind diese großen, langen Prismen von Quarz, die man sicherlich schon als Stein oder als Mineralstufe irgendwo gesehen hat, vielleicht auch zu Hause stehen hat. Wenn man hier zum Beispiel in unseren Frankfurter Hausberg, in den Taunus geht, ja, das Hausgebirge, dann
fehlen diese langen Prismen meistens und wir bekommen solche kurzen Kappen hier. Die sitzen relativ nah auf dem Gestein auf, fallen eben auch leicht raus. Und man sieht aber sehr schön ganz typisch diese Prismen hier oben, diese quarzformtypischen Spitzen. Der Quarz kann auch dunkel gefärbt sein. Wir sprechen von Rauchquarzen oder, wenn sie ganz schwarz sind, auch von Morions. Auch die kann man hier im Taunus zum Teil finden. Nicht mehr so einfach wie früher mal, aber es sind welche bekannt. Und das entsteht zum Beispiel durch natürliche Radioaktivität im Untergrund. Hier wird das Kristallgitter zerstört und je nachdem, wie stark das passiert, wird das verfärbt. Andere Farbvarianten, wie zum Beispiel bei dem Amethyst oder auch dem bekannten Rosenquarz, entstehen, weil andere Elemente mit in den Quarz bei der Kristallbildung mit eingebaut werden und dadurch eine Verfärbung entsteht oder eben auch entsprechend durch Temperaturbedingungen. Künstliche Varianten sind auf dem Markt durchaus üblich, die einfach durch Hitzebehandlung, durch Brennen der Quarze oder auch Achate, die auch eine Quarzvarietät bilden, entstehen oder gezielt herbeigeführt werden. Quarzgänge waren auch in früheren Zeiten schon sehr beliebt. Man hat die gesucht, weil eben bei der Entstehung dieser Quarzgänge auch viele andere Edelmetalle und andere abbauwürdige Mineralien mit eingebaut worden sind, so dass das immer so ein kleiner Hinweis darauf war, wo man sowas eventuell finden könnte.